Hallöchen, meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, hier bei mir, Villa Tyra. Ich freue mich sehr. Und heute, wie ihr sehen könnt, habe ich schon so ein bisschen was vorbereitet. Wir machen heute nämlich einen schönen Tee, einen Erkältungstee. Passend zu dieser Jahreszeit, denn momentan sind ja fast alle erkältet. Mir selbst blieb es zum Glück erspart bisher. Hey. Ich hoffe, euch natürlich auch. Aber ich dachte mir, zur Vorbeugung, beziehungsweise wenn ihr doch schon erkältet seid, dann ist dieser Tee auf jeden Fall was richtig Gutes für euch. Ich selber habe ihn schon wirklich sehr, sehr oft getestet, beziehungsweise in den letzten Jahren habe ich nur noch diesen Tee getrunken, den von mir eigen selbst kreiert sozusagen, und er funktioniert. Wenn ich erkältet bin, dann brauche ich meistens 2 bis 3 Tage, nachdem ich den Tee getrunken habe, und bin dann wirklich gesund. Bevor ich mir diesen Tee kreiert habe, habe ich natürlich davor ganz normalen Erkältungstee genommen, den man so kaufen kann. Davor habe ich sämtliche Medikamente verwendet und habe immer wieder festgestellt, irgendwie war das nicht so das Richtige gewesen. Jetzt habe ich endlich was Richtiges gefunden, was richtig Tolles, was wirklich gegen die Erkältung hilft, beziehungsweise unserem Körper dazu bringt, Selbstheilung anzuregen und eigene Antikörper zu entwickeln gegen die ganzen Viren und Bakterien da draußen, die jetzt gerade rumschwimmen. Wichtig ist, wenn ihr Tees verwendet, beziehungsweise Tee trinkt, holt euch am besten einen Bio-Tee. Was noch viel, viel besser ist, ist natürlich, wenn ihr Demeter-Tee bekommt. Diese Tees sind nicht gesprüht, das heißt, da sind keine Pestizide drin. Ihr verpestet euren Körper nicht zusätzlich zu dem, was gerade hier in der Luft schon auf der Welt herumkeuscht und herrscht und gerade in Städten. Es ist halt einfach besser, keine zusätzlichen freien Radikale in den Körper reinzuschleusen, vor allem, wenn man krank ist. Und nun kommen wir zu dem Tee. Ich habe hier so eine wunderbare Tasse. Ihr könnt natürlich auch eine Kanne verwenden. Was wichtig ist, ist, dass ihr einen Deckel dazu habt. Das Ganze natürlich zumachen könnt. Und es hilft uns, euch natürlich auch, so einen wundervollen Sieb zu haben. Da mache ich immer meinen Tee rein. Und wenn der Tee sozusagen ausgetrunken ist, der ganze Teesatz nicht mehr zu gebrauchen ist, kann man den dann einfach so in die Mülltonne schmeißen. Sieht aus wie ich. Und nun machen wir uns den Tee. Ich habe als allererstes Salbei für euch. Salbei hemmt das Wachstum und die Vermehrung von Keimen, von Bakterien, von Pilzen. Salbei fängt in eurem Körper die freien Radikale ab und schleust sie aus eurem Körper raus sozusagen. Somit stärkt es auch noch euer Immunsystem. Vom Salbei mache ich einfach einen Teelöffel rein. Dann haben wir hier die Kamille. Kamillenblüten wirken entzündungshemmend und krampflösend. Das heißt, ihr könnt während eurer Erkältung super gut schlafen. Und dadurch, dass der Körper entkrampft ist. Und Schlaf ist hier eh allgemein sehr, sehr gut, wenn man erkältet ist. Auch hier mache ich einen Teelöffel rein. Thymian, kennt ihr bestimmt als Gewürz, ist auch ein Tee. Quasi kann man eigentlich alles als Tee verwenden. Ich benutze den Thymian sehr, sehr gerne und er wirkt auch sehr gut. Dadurch, dass er in den Luftwegen, in den oberen Luftwegen wirkt und an den Bronchien. Und dabei tötet er Bakterien ab, der gute Thymian. Einen Teelöffel. Dann haben wir hier die Lindenblüten. Lindenblüten wirken schweißtreibend. Das heißt, ihr schwitzt. Ihr schwitzt auch eure Erkältung letztendlich aus. Und das ist sehr, sehr gut. Außerdem enthalten Lindenblüten, wenn sie in einem Tee drin sind, Schleimstoffe. Diese Schleimstoffe legen sich dann auf eure Schleimhäute wie so eine Art Schutzschicht im Mund, in der Nase, in den Bronchien, im Hals, im Rachen, sodass ihr keinen Reizhusten habt, beziehungsweise es lindert euren Reizhusten. Und ja, ist halt sehr, sehr angenehm. Ne? Und jetzt, ihr könnt es ahnen, ja, ein Teelöffel. Jetzt haben wir hier noch den Zistus. Zistus ist bei vielen Leuten nicht bekannt, ist aber wirklich sehr, sehr toll. Es aktiviert das Immunsystem, es ist entzündungshemmend, antimikotisch, antibakteriell und es wirkt vor allem in den Schleimhäuten, in der Nase, im Mund, im Rachenbereich und im Bronchien. Echt sehr gutes Zeug. Und wieder ein Teelöffel. Jetzt haben wir hier ein Sieb voller guter Dinge. Nun heißt es einfach Wasserkocher an.
und das Ganze aufgießen. Schön aufgießen. Bis nach oben. Ganz wichtig, jetzt müssen wir den Deckel drauf machen. Man sagt immer 10 Minuten sollte man den Deckel drauf lassen. Ich lasse ihn meistens 15 Minuten. Ah, ich bin nicht so der Heiß-Heiß-Tee-Trinker, deswegen ist es auch mal okay, wenn man 20 Minuten einfach den Deckel drauf hat. Das hat den Vorteil, dass die ätherischen Öle, die aus den ganzen tollen Kräutern und Heilkräutern, Heilstoffen, die ganzen Wirkstoffe nicht rausgehen und in die Atmosphäre sozusagen hier, ne, in die Luft irgendwie aufsteigen und alles. Das wäre wirklich schade drum, denn diese Stoffe sind ja auch die, die letztendlich die Wirkung in unserem Körper bringen und die uns wieder gesund machen, beziehungsweise uns dazu stärken, wieder gesund zu werden. Macht euch den Tee auf jeden Fall schon, sobald ihr die ersten Anzeichen habt, also so mache ich das, sobald ich die ersten Anzeichen habe, dass ich erkältet bin, wie beispielsweise mir ist auf einmal kalt oder mein Körper, ich spüre, dass mein Körper so ein bisschen runterfährt und so auf einmal so, boah, es waren richtig müde und geschwächt, ne? Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, das sind ja alles so Anzeichen. Oder man niest einfach oder man hat Schnupfen. Ne? Das sind alles Anzeichen, wo man diesen Tee letztendlich aufkochen kann, ne? Zubereiten kann, selbst aufkochen kann und ihn dann genießen kann. Dadurch, dass es natürliche Heilstoffe sind, hat es natürlich auch keine großartigen Nebenwirkungen. Also ich selbst habe keine Nebenwirkungen wirklich gespürt. Ich habe den wirklich immer nur dann getrunken, als ich dann erkältet war und super. Meine Eltern mussten ihn trinken, meine Freunde mussten ihn trinken und alle haben dann gesagt so, oh mein Gott, der ist wirklich gut, und ich werde mir die ganzen Kräuter auf jeden Fall kaufen, sodass ich mir den Tee selbst zusammenmischen kann. Und das ist toll. Ich hoffe natürlich, dass ich euch auch ein bisschen auf diesen gesundheitlichen Gedanken gebracht habe, dass man nicht gleich Medikamente kaufen sollte, sondern auch mal irgendwie die Kräfte der Natur nutzen sollte. Denn früher haben es die Menschen nicht anders gemacht. Warum sollten wir es heutzutage anders machen als die Leute damals? Denn ich bin außerdem der Meinung, dass die Natur, das was die Natur uns gibt, das ist gut. Und deswegen sollten wir es auch einfach verwenden. Ich hoffe natürlich, dass ihr diesen Tee mal ausprobiert, wenn ihr erkältet seid. Also ich hoffe natürlich nicht, ja. Aber wenn ihr die ersten Anzeichen der Erkältung habt, ausprobieren. Wenn ihr gerade erkältet seid, ausprobieren. Und dann schreibt ihr mir einfach mal einen Kommentar darunter. Und dann werde ich ja sehen, ob es auch bei euch geholfen hat. Ich hoffe natürlich, dass euch das Video hier gefallen hat. Und wenn ja, dann schenkt mir doch einfach mal ein Däumchen nach oben. Ich würde mich freuen. Und natürlich freue ich mich auch, wenn ihr mich abonniert. Und beim nächsten Mal verrate ich euch, wie man bei grauen, kalten Wintertagen, die wir jetzt haben, auch mal wieder ein bisschen Energie tanken kann. Für den Tag, für den Alltag, für sich selbst. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bye bye. Kussi kussi, eure Tara.